Wow, sieh dir das an! Hm? Heute habe ich uns an einen wirklich einzigartigen Ort gebracht. Tada! Wo sind wir hier? Was ist das für ein Ort? Dies ist eine Welt, die nur aus einem Stück Land besteht. Wow! Da ist nichts um uns herum! Sicher, aber Mikey, gib nicht direkt auf. Wir können auf jeden Fall einen Weg finden, hier zu überleben. Hm? Ja, du hast recht. Wir werden definitiv überleben. Übrigens, das ist der Survival-Mode. Also wenn du stirbst, ist das Spiel vorbei. Wenn wir sterben, ist das Spiel sofort vorbei? Dann lass uns versuchen, am Leben zu bleiben. Ja! Also gut, Mikey. Ich denke, wir sollten mit ein paar Überlebensgrundlagen wie diesen anfangen. Hier sind Bienenstöcke? Ja, anscheinend. Lass uns erst einmal ein paar Baumstämme sammeln. Lass uns besonders vorsichtig sein, die Bienenstöcke nicht kaputt zu machen. Wir dürfen sie nicht verschwenden. Okay. Außerdem hat diese Welt nicht viele Ressourcen. Also müssen wir jede einzelne nutzen. Verstanden. Ich sollte mich auf die Suche nach Nahrung für uns machen. Vielleicht gibt es in der Nähe ein paar Weizensamen. Wir können Weizensamen aus Gras gewinnen, oder? Richtig. Wenn man Weizensamen finden will, muss man das Gras mähen. Oh. Achte nur darauf, dass du nicht aus Versehen eine Biene triffst. Wenn du sie triffst, werden sie wütend. Und mit wütenden Bienen ist nicht zu spaßen. Hey, hier oben ist ein Setzling. Wenn wir den pflanzen, können wir weitere Ressourcen anbauen. Okay, das ist perfekt. Ich denke, wir machen das gut. Okay, inzwischen müssen wir eine Menge Baumstämme gesammelt haben. Baumstämme, Baumstämme, Baumstämme. Oh, danke. Gute Arbeit. Schau mal, diese Bienenstöcke schweben ganz von selbst. Dieser Ort ist verrückt. Hier, unser ganz eigener Crafting-Tisch. Hey, weißt du, was ich mir gedacht habe? Nein, was? Es gibt nur ein einziges Stück Land, also muss man nach unten graben. Ja, ich schätze, du hast recht. Hier, lass mich etwas machen. Eine Spitzhacke aus Holz. Und hier ist auch eine Schaufel. Hier, bitte sehr. Danke dir. Und es wird viele Ressourcen kosten. Aber ich werde eine Truhe bauen, die wir uns beide teilen können. Hey, sieh mal, da unten Sand. Ach cool, mit Sand können wir endlich den Honig von all diesen schwimmenden Bienenstöcken ernten. Außerdem können wir Glas herstellen. Und mit Glas können wir Flaschen machen. Und mit Flaschen können wir den Honig aufbewahren. Ja, es gibt eine Menge Bienenstöcke. Also gut. Lass uns etwas Sand sammeln. Gib mir die Spitzhacke, damit ich den Stein holen kann. Hier, bitte sehr. Danke. Während ich daran arbeite, sollten wir uns einen Plan machen. Zuerst müssen wir graben und so viel Stein, Kohle und Eisen sammeln, wie wir in die Finger bekommen können. Schmelzen das alles zusammen und dann machen wir Flaschen für Honig. Dann haben wir genug zu essen, um eine Weile durchzuhalten. Wahnsinn! Lass uns überleben. Ja, ganz sicher. Vorsichtig, JJ. Wir wissen nicht, was da unten ist. Ja, das ist wahr. Oh, ich habe Wasser gefunden. Schön. Das ist wirklich wichtig. Ach so, ich habe meine eigene Holzspitzhacke gemacht. Gute Arbeit. Jetzt, wo du eine hast, lass uns ein bisschen schneller graben. Ich habe das ungute Gefühl, dass uns bald das Licht ausgeht. Wir brauchen nur ein bisschen Kohle, um Fackeln zu machen. Ich glaube, ich habe welche gefunden. Wo? Hier. Hm? Oh, du hast recht. Sehr schön. Ich werde sofort ein paar Fackeln basteln. Machst du sie? Jupp. Okay, also Fackeln. Jetzt geht's los. Jetzt lasst uns ein bisschen Glas machen. Wir müssen nur den Sand schmelzen, richtig? Sand kann eine wirklich nützliche Ressource sein. Ah. Hey, weißt du, was noch nützlich wäre? Ein Lagerfeuer. Ich werde eins mit dem Crafting-Tisch machen. Und wozu? Das wird uns etwas Licht geben. Aber wir brauchen es vor allem für den Honig. Moment, warum brauchen wir ein Lagerfeuer, um Honig zu ernten? Warte einfach, du wirst schon sehen. Zuerst werde ich das Lagerfeuer craften. Okay, klar. Nun zu den Flaschen. Drei Blöcke aus Glas. Daraus können wir drei Flaschen machen. Nice! Jetzt haben wir drei Glasflaschen. Gib her! Hier, aber ernte noch nichts. Warum? Die Bienen werden unruhig und greifen an, wenn man ihnen den Honig wegnimmt. Legen wir ein Feuer unter den Bienenstock. Es ist heller! Warten wir einfach auf den Rauch. Werden sie nicht wütend werden? Ja, ich denke, es ist jetzt bereit für die Ernte. Fertig? Sieh mal, Honig! Krass! Danke! Vergiss nicht, das Feuer zu löschen, wenn du fertig bist. Oh ja. Benutz die Axt. Okay. Auf diese Weise erhältst du die Kohle zurück. Jetzt haben wir ein Glas Honig geerntet, das wir trinken können, wenn einer von uns Hunger bekommt. Ich werde noch eine Flasche machen. Nice. Im Moment ist das Beste, was wir tun können, nach unten zu graben. Dieses Stückchen Land ist ziemlich klein, also müssen wir das Beste aus unseren Ressourcen machen. Hey, sieh dir das an, Mikey. Das sieht gefährlich aus. Also lass uns in die andere Richtung gehen. Es ist noch eine Stelle frei.
Hä? Hier gibt es nichts. Aber was ist da? Ich habe keine Ahnung, JJ. Das ist seltsam. Wow, ist das echte Lava? Sei vorsichtig. Wir sollten eine andere Stelle zum Graben finden. Wenn wir weiter in diese Richtung graben, stoßen wir auf die Lava. Unheimlich. Halte Ausschau nach Eisen. Wir brauchen Eisenerz, um Eisen herzustellen. Mhm. Ah, Lava. Wow. Nein. Was? Sie hat gerade zwei meiner Cobblestone verschluckt. Da gibt es auch Lava. Oh, das ist nicht gut. Naja. Ah. Was ist das? Eine Lavaquelle? Was? Das gibt's doch nicht. Warte mal. Ich glaube, wir können damit arbeiten. Lavaquellen können sehr wertvoll sein. Ich komme zu dir. Das ist ziemlich unglaublich. Lass uns weiter in diese Richtung graben. Okay, neuer Plan. Wir sollten uns aufteilen und versuchen, etwas Eisen zu finden. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wären Diamanten auch nicht schlecht. Ja, es wäre sehr gut, wenn wir welche finden würden. Aber lass uns erstmal gemeinsam nach Eisen suchen. Wow! Was ist? Eisen! Nice! Das ist fast genug für ein ganzes Rüstungsset. 1, 2, 3, 8 Eisenstücke. Los, schmelzen wir es. Ei, ei! Ich werde die Eisenerze schmelzen. Ich bring dir noch mehr. Danke. Zwischenzeit gibt es einige Dinge, die ich hier oben überprüfen sollte. Diese Bäume sind alle gewachsen. Ich habe alle Bäume geerntet. Ich bin auch mit dem Eisen fertig. Ich bin wieder da. Hier sind die Erze. Wir brauchen zwei Dinge. Einen eisernen Eimer und eine eiserne Spitzhacke. Mikey, ich habe etwas nachgedacht. Ja? Wir müssen unbedingt eine Farm gründen. Der Honig wird uns nicht ewig ernähren. Gute Idee. Das Wichtigste zuerst. Kannst du diesen Eimer mit Wasser füllen? Hm? Na klar. Während er das macht, werde ich eine Fläche für ein Getreidefeld freimachen. Hey, JJ, das Wasser ist bereit für dich. Danke. Oh, das erinnert mich daran, dass wir eine unendliche Wasserquelle bauen müssen. Hm. Bereit? Mhm. Ich fange jetzt an. Wir müssen einen Brunnen aus Steinblöcken bauen. Etwa so. Oh. Ja, das ist gut. Und jetzt noch eins. Ah, okay, ich habe mehr Wasser mitgebracht. Klasse, diese Ecke hast du schon gemacht. Jetzt mach diese. Okay, wow. Ja, perfekt. Jetzt haben wir einen unendlichen Wasservorrat, sodass uns nie das Wasser ausgehen wird. Komm schon, Mikey, lass uns den nächsten füllen. Einen Moment, ich bin dabei. Okay, füll das einfach auf. So. Während du das tust, werde ich uns eine Hacke machen. Oh. Wir müssen den gesamten Boden um unsere Wasserquelle herum bearbeiten. Nice, das ist gut. Dieser Platz hier sieht gut aus. Hey, Mikey. Ja? Noch eine Sache. Welche? Wir haben ein kleines Problem. Es gibt nur noch 3 Weizensamen. Ist ja gut, sie werden für den Moment ausreichen. Wir werden sie mit Liebe und Sorgfalt anbauen. Okay, ja, wir werden sie mit Liebe und Sorgfalt anbauen und sehen, ob sie mehr werden. Okay. Jetzt, wo das erledigt ist, sollten wir uns auf die Suche nach ein paar Diamanten machen. Absolut, aber wir sollten zuerst schauen, wie es mit dem Schmelzen aussieht. Sieh dir das ganze Eisen an. Wow. Ich würde sagen, hier oben ist alles in Ordnung. Wir sollten wahrscheinlich besser zurück in den Untergrund gehen. Ich frage mich, wie weit das noch runtergeht. Mikey, hast du irgendwelche Diamanten gefunden? Noch nicht. Nun ja, ich denke, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Es ist echt überraschend. Ich dachte nicht, dass es viel in diesem einen Stück gibt, aber es stellt sich heraus, dass wir wirklich weit nach unten graben können. Wow, Mikey, du bist es! Folge mir, ich habe wirklich weit gegraben. Wow! Guck dir das an! Was ist das für ein Ort? Es sieht aus wie eine Art Lavavorhang. Mhm. Das sieht nach einer gefährlichen Stelle aus. Ja. Denk daran, es ist der sofortige Tod, also dürfen wir nicht nach unten fallen. Gut, ich habe etwas gefunden. Was? Lapis Lazuli. Ja, das ist richtig. Dieses Zeug ist sehr nützlich. Cool. Wow, Lapis Lazuli sieht wirklich cool aus. Ich habe hier noch was gefunden. Gold. Wir werden reich sein. Komm schon, lass uns das meinen. Ich fange schon mal an. Du kannst Gold nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Sieh mich an. Woo. Diese Ressource ist äußerst wertvoll. Ich werde jetzt einiges davon abbauen. Das ist unglaublich. Du machst das gut. Mach weiter so, Mikey. Oh. Ist es mehr Gold? Noch besser. Du wirst es nicht glauben. Was ist es? Ich baue das eben ab. Nein, wir sind auf Bedrock gestoßen. Hä? Also, wir sind ganz unten angekommen?
Das bedeutet, dass wir wirklich weit gekommen sind. Bis auf die unterste Ebene. Wow, wir müssen immer noch vorsichtig sein. Wo sind die Diamanten? Hm. Wenn wir Redstone gefunden haben, dann sollten wir auch Diamanten finden können. Oh, wir sind ineinander gelaufen. Ups. Oh, mehr Redstone. Ich habe eine Idee. Lass uns das machen, aber aus einem Winkel von außen. Hä? Ein Perspektivwechsel könnte helfen, herauszufinden, wo ein Diamant ist. Alles, was ich sehen kann, ist ein bisschen Eisen da oben und ein bisschen Redstone da unten. Versuchen wir einen anderen Blickwinkel. Ach, immer noch nichts. Hier gibt es keine Diamanten. Diese Seite ist nur ein Lava-Wasserfall. Oh, Wo sind sie? Haben wir sie verpasst? Es sollte einige um Ebene 10 herum geben. Hm. Keine Sorge, ich habe eine Idee. Lass uns versuchen, alle 10 Schichten auszugraben. Auf geht's! Komm schon, diese Schicht. Ich werde mich durch die gesamte Ebene 10 graben. Also gut, JJ, packen wir's an. Lass uns ein paar Diamanten finden, Mikey. Ja, los geht's! Ich werde hungrig. Yeah! Wenn wir die Diamanten haben, gehen wir zurück an die Oberfläche, um mehr Honig zu ernten. Oh. Kein Diamant. Wir haben so viel gegraben. Wir haben überall gesucht. Ich denke... Sie sind weg. Hier gibt es doch keine Diamanten. Das ist wirklich schade. Im Ernst? Wir haben so viel gegraben. Ja, das haben wir. So sieht das von draußen aus. Wir haben wirklich hart gearbeitet. Vielleicht sollten wir einfach weitermachen. Ah. Hier gibt es für uns sowieso nichts mehr zu tun. Wir sollten uns den Nether ansehen. Klingt gut. Okay, und jetzt? Ich habe den Honig getrunken. Was kommt als nächstes? Wir müssen uns auf den Nether vorbereiten. Genau. Wir brauchen ein paar Eisenwaffen, falls wir auf einen Feind stoßen. Hier, Mikey. Danke. Okay, wir haben also schon Eiseneimer. Oh ja. Jetzt haben wir Feuersteine. Okay, los geht's. Fantastisch. Gehen wir zurück zum Lavavorhang. Hier. Perfekt. Zeit zu gehen. Hier werden wir das Nether-Portal einrichten. Okay. Wir müssen einen Raum in Form des Nether-Portals schaffen. Wenn das erledigt ist, wird als nächstes ein Wasserfall von der Decke gemacht. So wie hier. Wir haben wieder unsere eigene Wasserquelle. Hier, sieht gut aus. Als nächstes müssen wir etwas Lava schaufeln und die Form eines Nether-Portals herstellen. Um sicher zu gehen, füge ich hier eine kleine Mauer ein. Zuerst machen wir die Ränder. Wahnsinn, du kannst das gut. So schnell. Und jetzt der Boden. Langsam, langsam. Einer hier, einer dort. Oh! Nein, 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 nein! Es ist überall! Die Lava ist fast erloschen. Oh Mann, das war ganz schön knapp. Oh, Unachtsamkeit kann gefährlich sein. Alles erledigt? Ich brauche nur noch einen. Toll. Erledigt. Oh, hurra! Hier war so viel Lava drin, aber sie wurde gelöscht. Alles, was es brauchte, war Wasser. Ich bin nur froh, dass es fertig ist. Schön. Schau, ich habe ein Feuerzeug gemacht. Bereit? Ah! Oh, los geht's. Warte, ich muss nur noch eben den Honig auffüllen. Komm schon, JJ. Okay, los geht's. Ich frage mich, wie es da sein wird. Was ist dieser Ort? Wo sind wir? Hm? Wow! Ah! Was war das? Moment, wo sind wir? Mikey, du solltest erst einmal weglaufen. Was ist das? Es ist immer noch nur ein Stück. Wirklich? Los geht's. Lass uns zu dieser Insel gehen. Okay. Wir sollten in der Lage sein, sie zu erreichen. Wenn ein Guest angreift, werde ich. Ich wette, dieser Ort hat eine Menge Nether-Schätze für uns. Ja. Ich springe runter. Mist! Oh, oh. Ich habe nur noch 3 Lebenspunkte. Aber wenigstens sind es nur Zombie-Pigmen. Ich bin froh, dass es keine Piglins sind. Das ist wahr. Warte mal kurz. Wo bist du, Mikey? Ich bin immer noch über dir. Ich komme runter. Ich bin auch überrascht, dass der Nether nur aus einem Stück besteht. Oh! Oh! Ah!
Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.